Shalom Aleichem, Salam Aleikum und der Friede unseres Herrn und Retter Gottes, des ewigen Sohnes, Jesus Christus sei mit euch. Wir lesen heute aus dem Neuen Testament des Apostels Petrus, der erste Brief, Kapitel 1, ab Vers 1. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, auserwählt nach Vorkenntnis Gottes, des Vaters, durch Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi. Gnade und Friede sei euch vermehrt. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wieder gezeugt hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unverweslichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, welches in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr durch Gottes Macht, durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden, worin ihr frohlocket, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, betrübt seid, durch mancherlei Versuchungen, auf dass die Bewährung eures Glaubens viel köstlicher als die des Goldes, das vergeht, aber durch Feuer erprobt wird. Erfunden werde zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi, welchen ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, liebet, an welchen glaubend, obgleich ihr ihn jetzt nicht sehet, ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude frohlocket, indem ihr das Ende eures Glaubens, die Errettung der Seelen, davontraget. Vers 10. Für den 10. Buchstaben des hebräischen Alphabets, das Jod, die Hand Gottes, der Arm
Die Rechte des Herrn. Geschrieben mit drei Buchstaben. Jod, Wav. Das Wav wird geschrieben mit zwei Buchstaben. Wav und Wav. Und ist ein Nagel. Der dritte Buchstabe im Jod ist das Dalet, die Tür Gottes, welches ist der Herr Jesus Christus. Geschrieben mit drei Buchstaben D4 Lamed 30 und Taf 400, der letzte Buchstabe im hebräischen Alphabet. Somit haben wir den 10. Buchstaben zusammen addiert. Yod, Vav, Dalet. Yod 10 plus Vav 6 plus Dalet 4 gleich Yod 20. Obgleich er der 10. Buchstabe im hebräischen Alphabet ist. Denn das Allerheiligste des Königs Salomos Tempel war einst 20 Ellen breit, 20 Ellen lang und 20 Ellen hoch. Die Dreieinheit Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vers 10 des ersten Kapitels des ersten Briefes des Apostels Petrus. Über welche Errettung Propheten nachsuchten und nachforschten, die von der Gnade gegen euch geweissagt haben. Forschend, auf welche oder welcherlei Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er von den Leiden, die auf Christum kommen sollten, und von den Herrlichkeiten danach zuvor zeugte. Vers 12. Ihnen wurde es offenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten, im Blick auf das, was euch jetzt verkündet worden ist, durch die, welche euch das Evangelium verkündigt haben, im durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, in welche Dinge Engel hineinzuschauen
begehren. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als Kinder des Gehorsams, passt euch nicht den Begierden an. Werdet nicht den Begierden gleichförmig, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Er ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten offenbart worden um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, so dass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist, da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt. So liebt einander anhaltend aus reinem Herzen, denn ihr seid wiedergeboren. Denn ihr seid wiedergezeugt. Nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Vers 24. Für die 24 Ältesten, die weltweite Gemeinde Christi Jesu, welche auftritt im vierten Kapitel der Offenbarung, denn dort findet die Entrückung statt. Dieses ist der nächste Akt des Heilsplans Gottes. So bereitet euch vor, jeden Tag bereit zu sein und die Entrückung unseres Herrn und Heilandes zu erwarten. Die 24 deuten wir als die Tür Gottes, denn diese steht geöffnet, jetzt für dich. Wenn du das Heil annehmen willst,
Ansonsten wirst du zurückbleiben und die Schrecknisse der letzten Zeit ertragen müssen. Die vier, der vierte Buchstabe des hebräischen Alphabets ist eine Tür, das Dalet. Und wir wissen, dass das Dalet die Tür der Herr Jesus Christus selbst ist. Denn nur durch diese Tür, wie einst bei der Arche Noah, an der es nur eine Tür an der Seite gab, zur Rettung führte, so auch jetzt in der letzten Zeit. Nur durch diese Tür kannst du zu Gott gelangen. Jesus Christus, derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Amen. Die 20 berechnen wir aus dem Jod, dem 10. Buchstaben des hebräischen Alphabets. Dieser Buchstabe wird geschrieben mit 3 Buchstaben. Dieser Buchstabe bedeutet Hand, Arm, die Rechte Gottes, welches auch ist der Sohn Gottes, der zur Rechten der Majestät in der Höhe sitzt und alle Macht dem Sohn des Menschen gegeben ist von Gott. So berechnen wir die 3 Buchstaben. Jod. Der erste, das Jod. Der zweite mit dem Zahlenwert 10. Der erste Buchstabe, das Jod. Der zweite Buchstabe, das Wav. Der sechste Buchstabe, Wav 6. Der dritte Buchstabe, das Dalet 4. Die Tür. Der zweite Buchstabe ist der Nagel. So ergeben sich die 3 Buchstaben des Buchstabens Jods. Jod 10 plus Wav 6 plus Dalet 4 gleich Jod 20. Obgleich er der 10. Buchstabe ist, hat er durch die Addierung der einzelnen Buchstaben den Zahlenwert 20. Somit haben wir den Zahlenwert 20. Denn einst beim Salomonischen Tempel, das Heilige aller Heiligsten, war 20 Ellen breit und 20 Ellen lang und 20 Ellen hoch. Die hochheilige Dreifaltigkeit. Und wenn wir diese multiplizieren, so haben wir ein Volumen 20 Ellen mal 20 Ellen mal 20 Ellen gleich 8000 Kubikellen. Und wir wissen, dass der Herr am 8. Tag uns beschnitten hat. Mit einer geistlichen Beschneidung, nicht wie einst die fleischliche Beschneidung. Dort ist die neue Schöpfung erstmals im Geiste entstanden. So lese ich den 24. Vers für die Tür Gottes, die geöffnet steht in der letzten Zeit und auch jetzt, wenn du das Heil Gottes annimmst. Und frage dich, wie werde ich gerettet werden? So werde ich dir durch die Bibel antworten. Apostelgeschichte, Kapitel 16, ab Vers 30. Wo geschrieben steht:
Apostelgeschichte, Kapitel 16, ab Vers 30. Und er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Amen. So glaube an den Herrn Jesus Christus, dem einzigen Sohn Gottes, den Ewigen, dem Seienden im Himmel. Hoon. Ach, yeah. Amen. So lese ich den 24. Vers. Doch bevor lese ich nochmals das vierte Kapitel der Offenbarung, damit du erkennst, dass dort die Entrückung geschieht. Alle anderen Lehren sind falsch. Vers 1 des vierten Kapitels. Die vier für das Dalet oder in Griechisch das Delta, das Tor, die Pforte Gottes. So höre genau zu, was ich hier aus der hochheiligen Schrift erlese. Denn dieses ist Gottes Wort, uneingeschränkt, von Genesis bis zur Offenbarung. Es darf nichts hinzugefügt werden oder weggenommen werden, denn dieses führt zum Fluch Gottes über jeden, der dieses tut. Amen. Ich lese das vierte Kapitel der Apokalypse, was übersetzt heißt Apokalypsis, Offenbarung, Offenlegung. Nach diesem sah ich, und siehe, eine Tür geöffnet im Himmel, und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach: Komm hier herauf. Nochmals. Komm hier herauf. Nochmals. Komm hier herauf. Nochmals in Griechisch. Meta, tauta, eidon,
Kai Idu, Tyra. He Neo. He Neo, He Neog. Mene, Ento, Urano. Kai, He, Phone, He, Prote, Hen, Ekusa, Hos, Salpingos, Lalu, Ses, Met, Emu. Legusa, Hanaba, Ode, Kai, Dai, Xo, Soi, A, Dai, Genestai, Meta, Tauta. Nochmals. Kapitel 4, Vers 1, Apokalypsis. Meta tauta aidon kai idu. Tyra heneog mene. Hen to urano. Kai he phone. He prote. Hen ekusa. Hos salpingos. Laluses met emu. Legusa hanaba hode. Kai daixo soi adai genestai. Meta tauta. Und ein drittes Mal. Meta tauta aidon kai idu tyra eneong heneog mene heneog mene heneog mene ento urano kai He, phone, he, prote, hen, he, kusa, hos, salpingos, lalu, ses, met, emu, legusa, Hana ba hode kai daixo soi ha dai genestai meta tauta. Und nochmals in Deutsch. Kapitel 4, Vers 1. Nach diesem sah ich, und siehe, eine Tür, geöffnet im Himmel, und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune. Die mit mir redete, sprach: Komm hier herauf. Mm-hmm.
Anabaude. Anabaude. Hanabahode, komm hier herauf. Zebaot, komm hier herauf, komm hier herauf, komm hier herauf. Das ist die Entrückung. Dieser Augenblick, wenn wir, die weltweite Christengemeinde, all jene, die den Herrn Jesus Christus, den ewigen Sohn, bekennen, und mit wahrhaftigen Herzen an ihn glauben, jeden Tag, ihm nachfolgen. Dieser Augenblick ist die Entrückung. Und so lese ich weiter. Und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Kapitel 4, Vers 2. Sogleich war ich im Geist. Sogleich wurde ich im Geist. Sogleich wurde ich im Geist. Und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war von Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sarder und ein Regenbogen war rings um den Thron. Von Ansehen gleich einem Smaragd. Und rings um den Thron sah ich 24 Throne. Und auf den Thronen saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern. Und auf ihren Häuptern goldene Siegeskränze. Und auf dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner, und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer. Dazu lese ich aus Genesis Kapitel 1, Bereshit, Genesis im Anfang. Ab Vers 6, dem zweiten Tag der Woche. Und Gott sprach: Es werde eine Rakia, Wölbung, das hebräische Wort
ist von einem Verbum feststampfen, breithämmern abgeleitet und meint eine gehämmerte Platte oder Schale. Eine nach allen Seiten ausgeweitete Fläche oder Wölbung. Dies ist unser sichtbarer Himmel, der blaue. Und Gott nochmals, Vers 6, Genesis Kapitel 1, Vers 6. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung mitten im Wasser. Und es sei eine Scheidung zwischen dem Wasser und dem Wasser. Und Gott machte die Wölbung, die Ausdehnung. Rakia. Rakia ist auch unsere Schläfe, die wir an der Seite haben. Die Verbindung zum Himmel. Rak. So sehen wir uns das Wort Rak an. Von Rakia. Resch und Kof. Der 20. Buchstabe und der 19. Buchstabe. Schaut dieses Wort an, Rakia. Resch. Erstmal das Wort Rakia. Himmel, weite Wölbung, Ausdehnung. Abgeleitet von Raka, ausbreiten, breithämmern, bezeichnet das Wort eine dünne, ausgebreitete Schicht, die sich zwischen den Wassern unten und den Wassern oben befand. In der Himmelsfeste befinden sich die Sterne. Sie ist die Umgebung Gottes. Der Herr Jesus Christus sagt auch im Matthäusevangelium, du sollst deinen Bruder auch nicht Raka nennen, was sowas heißt wie Dummkopf. So sehen wir nach dem Wort Rak. Rok. Rak. Rak. Mager, dünn, schmächtig. Rak, nur. Das Wort kann in der Übersetzung je nach Zusammenhang verschieden wiedergegeben werden, unter anderem mit doch, aber, jedoch indessen kein anderer als. Rok, auch Speichel. Rakav. Raka heißt Schläfe. Schläfe. So gehen wir wieder zurück zu Genesis 1, Vers 6 nochmals. Um das Wasser oben zu ersehen. Das Meer. Kapitel 1, Vers 6. Und Gott sprach, es werde eine Wölbung, Rakia, mitten im Wasser, und es sei eine Scheidung zwischen dem Wasser und dem Wasser. Und Gott machte die Wölbung, Rakia. Und schied das Wasser, das unterhalb der Wölbung, von dem Wasser, das oberhalb der Wölbung war. Und es geschah so. Und Gott nannte die Wölbung Rakia.
Und Gott nannte Rakia Himmel. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein zweiter Tag. So gehen wir wieder zum Meer im Himmel zurück, in der Offenbarung Jesu Christi. In der Apokalypse, Kapitel 4. Amen. Auch hier der sechste Vers, wie bei Genesis. Es ist kein Zufall, es ist Gottes Souveränität. So lese ich den sechsten Vers über das Meer des vierten Kapitels der Offenbarung. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und inmitten des Thrones und rings um den Thron vier lebendige Wesen, voller Augen, vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen. Und das zweite lebendige Wesen gleich einem jungen Stier. Und das dritte lebendige Wesen hatte das Angesicht wie das eines Menschen. Und das vierte lebendige Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Und die vier lebendigen Wesen hatten eines wie das andere je sechs Flügel und sind ringsum und inwendig voller Augen. Und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen: Heilig, 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 kadosh, kadosh, kadosh. Und zum dritten Mal die Dreieinigkeit in der griechischen Sprache, so dass ihr erkennt, dass es von Gott ist. Offenbarung, Kapitel 4, Vers 8. Hagios, 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 Kyrios. Für die drei hochheilige Faltigkeit des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und so springen wir jetzt zu Jesaja,
ins Kapitel 6. Ab Vers 3. Und einer rief dem andern zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Amen. 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 So nochmals in Hebräisch. Bekara bze el bze be amar kadosh 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 Adonai Yahweh. Tzvaot Melok al ha'aretz kevodo. Amen. So gehen wir wieder in den ersten Petrusbrief. Kapitel 1 ab Vers 24. Damit ihr versteht, dass die 24 Ältesten die gesamte Christengemeinde versinnbildlicht und ab Kapitel 4 der Tür, die im Himmel geöffnet ist, das Dalet, das Delta, die vier hochheiligen Buchstaben, welche 10 ergeben, denn das Delta, das Dalet, 1 plus 2 plus 3 plus 4 ergibt 10. Genau die Summe der vier hochheiligen Buchstaben des dreieinen Gottes, des Vaters, des Sohnes, des Geistes, der Heiligkeit, der Heiligkeiten. Denn Jod 10, Hey 5, We und das Wav ist ein eigenes Wort und heißt und. Hey 5 ergibt Jod 10. Somit das Delta, das Dalet, der die Tür Gottes im Himmel. Amen. So lese ich weiter
Erster Petrusbrief, Kapitel 1, ab Vers 4 und 20. Die Tür Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras, und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt, und die Blume ist abgefallen. Aber, Vers 25, das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Amen. Nochmals, Vers 25. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Amen. Kapitel 2. Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschlichen Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung, zum Heil. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist, zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen. Gott hoch willkommen durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, auf ihn vertraut, wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit, für die Ungläubigen aber gilt: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein, zum Haupt der Ecke geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des
Anstoßes zur Sünde, da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort. Da sie dem Worte nicht gehorsam sind, stoßen sie sich. Wozu sie auch bestimmt worden sind, gesetzt worden sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis. So gehen wir wieder zu Genesis Kapitel 1 ab Vers 1. Denn an diesem besagten ersten Tag tritt die Sünde auch ein in der Engelswelt. Denn dort tritt die Finsternis ein. Doch ich sage euch, Finsternis kann nicht bestehen vor dem Licht. Ha-or. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde wurde wüst und leer und Finsternis und Finsternis und Finsternis war über dem Angesicht der Tiefe des Abgrundes. Und der Geist Gottes schwebte über dem Angesicht der Wasser. Und Gott sprach: Es werde Licht, eins. Und es wurde Licht, zwei. Und Gott sah das Licht, drei, dass es gut war. Und Gott schied das Licht, vier, von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht, fünf, 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 fünf. Fünf. Ha-or, 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 ha-or. Heil, Aleph. Siehe, den zweiten Buchstaben des Gottesnamens. Hey ist der fünfte Buchstabe im hebräischen Alphabet, hier fünfmal erwähnt für das Licht, 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 Licht. Amen. Amen. Tag. Und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend.
Und es wurde morgen ein Tag. Nochmals zur Bestätigung auf Hebräisch. Bereshit bara Elohim Aleph Vehataf et Hashamayim Ve'alef ve'hataf ve'et ha'aretz ve'ha'aretz hayta tohu va'vohu ve'choshech al peneitehu ורוח אלוהים מרחפת עין למד das Auge Gottes, die Quelle Gottes, lerne all פני המים ויאמר אלוהים יהי אור אחד ויהי אור שניים ויאר אלוהים אלף והטף את האור שלושה שלוש כי טוב ויבדיל אלוהים בין האור ארבע ובין החושך ויקרא אלוהים לאור חמש יום ולחושך קרא לילה ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד אמן ואמן. Und so gehen wir wieder zurück in den ersten Petrusbrief, Kapitel 2, ab Vers nochmals 9. Für den neunten Buchstaben des hebräischen Alphabets in der paläohebräischen Schriftform der Korb. Denn der Herr Jesus Christus hat die 4000 Männer, ohne Frauen und Männer und Kinder gerechnet, gespeist. Und auch die 5000, ohne Frauen und Kinder gerechnet, gespeist. Und der Herr hat die Finsternis bezwungen. Denn von der 6. bis zur 9. Stunde war komplette Finsternis bei seiner Kreuzigung. Doch zur 9. Stunde trat Helligkeit ein.
Haor, das Licht, Herr Jesus Christus. In der neumodernen hebräischen Schriftform symbolisiert sie auch eine Schlange. Denn der Herr Jesus Christus ist die eherne Schlange am Kreuz von Golgatha. Jeder, der dorthin blickt, ergreift die Rettung, die Heilung. Er ist die heilende Schlange, welche die beiden Schlangen des Teufels, des Pharaos, verschlungen hat und so Rettung herbeibrachte. Amen. So lese ich den 9. Vers des 2. Kapitels des 1. Petrusbriefes. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Amen. Ja, Amen. Zunächst bis hierher. So beten wir das Gebet, welches unser Retter, Gott, der Ewige im Himmel, Jesus Christus, uns gelehrt hat zu unserem Vater im Himmel. Amen. Vater unser, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich, deine Königsherrschaft komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Königsherrschaft und die Kraft und die Herrlichkeit Jesu in Ewigkeit. Amen. Ja, Amen.